Servus, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ihr merkt, es ist wieder nicht die normale Begrüßung. Mir ist langweilig. Es ist viertel nach 10 am Abend. Ich dachte jetzt noch, wir schnallen noch ein Video für die Vorproduktion. Ich habe jetzt noch einen Monat Zeit, circa plus minus. Aber das sollte uns nicht stören. Einerseits werden wir ja noch die Projektwoche, also Projektwoche, die GTA-Woche fertig machen, dann die LS-Woche, LS22-Folge, oder die LS22-Woche machen. Vielleicht machen wir einen Bus-Simulator-Woche auch noch. Das wird wahrscheinlich die lange Woche auch wieder sein. Und wahrscheinlich die letzte Woche wird so ein bisschen Deep Talk sein. Warum auch immer. Es sind in der letzten Zeit wieder Sachen passiert, wo ich sagen muss, ja. Das ist Gesprächsstoff. Das ist definitiv Gesprächsstoff. Aber das überlege ich mir noch. Muss nicht unbedingt sein, aber das überlege ich mir noch. Aber nur so, dass ihr schon mal vorgewarnt seid, weil, wie ihr wisst, es ist am 25. Mai, wo ich das aufnehme. Und genau. Oh, liebe Leute, was machen wir heute? Heute wären eigentlich die Teile für den Urquattro gekommen. Wären, aber sind sie nicht. Die haben Verspätung. Dafür haben wir Teile für ein ganz spezielles Fahrzeug namens G-Class. Das wird das neue Firmenauto. Und ja, wir gehen das jetzt mal zusammen tunen. Mal schauen, wie das so wird. Ihr habt es gesehen da hinten. Da steht der in weiß, habe ich ihn bestellt. Aber wir schauen jetzt, in welcher Farbe, dass wir ihn machen. Wahrscheinlich machen wir den in einem schwarz, ne? Mattschwarz. Wir schauen mal, was wir haben an Materialien. Also Panzerung müssen wir nicht reinmachen. Rennbremsen, das wäre geil. Rennbremsen ist geil. Stoßstange haben wir. Nehmen wir eine schwarze? Ja, komm. Hinten auch die schwarze. Dann machen wir den schwarz. Motor. Nicht unbedingt Auspuff. Lassen wir den Standard. Kotflügel. Komm, machen wir. Perfekt. Also Hupe. Alter. Okay, Hupe, Hupe brauchen wir nicht. Neon Kit, machen wir was drunter? Nicht unbedingt. Braucht es nicht unbedingt. Nummernschild. Ja, lassen wir das Standard drauf. So, jetzt schauen wir wegen den Lackierungen. Ja, das Mattschwarz sieht halt schon geil aus, ne? Komm, wir nehmen das. Oh, ja. Das sieht böse aus.
Trittbrett. Alter. Federung. Sportfederung nehmen wir. Heckklappe. Haben wir ja eh schon drauf. Getriebe. Renngetriebe. Bruder. Turbo. Safe. Felgentyp. Haben wir die. Oh mein Gott. In welche Kategorie haben wir die gefunden? Sind es Straßen? Ich hätte halt so Bock auf. Einen Moment. Wir machen das anders. Wir schauen so. Alter. Bruder. Honda-Felgen draufpacken? Nein. Machen wir nicht. Bruder, das sind die Ferrari-Felgen, Alter. Die passen einfach auf den Ferrari. Komm, wir nehmen die. Perfekt. Scheibentönung. Ja. Okay. Alter. Der sieht brutal aus. So, wir fahren gerade mal auf die Autobahn, um zu schauen, was der Wagen so drauf hat. Ich hoffe, es ist keine Highway Patrol drauf. Ich glaube, wir gehen auf den West Highway. Aber das sieht schon brachial aus. Also mit diesem Turbosound, das hört sich schon geil an. Wir fahren mal rauf auf den Highway. Es war so klar. Wir fahren mal bis zur zum Schwimmbad. Alter. 80. Hundert hat das Ding locker drauf. Ja. Das wird noch lustig, diese. Also als Arbeit, also als Firmenwagen, geil. Wirklich geil. Wir schauen, dass wir dann noch den kommen noch eine S-Klasse. Das wäre auch übelst geil, wenn wir eine S-Klasse bekommen. Aber eben, wie gesagt, seid gespannt, es gibt noch viele Projekte. Ich würde mal behaupten, das war's von diesem wunderschönen Video. Es war nur eine kleine Überbrückung. Jetzt kommt es noch, Gewinnern. Brauche ich echt nicht. Aber es war nur eine kurze Überbrückung für das, dass wir was haben, dass wir machen können. Wenn die Teile vom Urquattro noch nicht da sind. Ich hoffe, beim nächsten Video sind sie dann da. Also von dem her, seid gespannt. Und würde ich sagen, sehen wir uns. Hau rein. Tschüss, Kowski.